Shining, ich hasse dich! Ihr wundert euch jetzt bestimmt, hä, warum rastet der Kerl aus? Was hat Shining bitte getan? Ja, zuallererst, der Clip ist jetzt nicht bedingt von mir, der ist aus Palvanta Stream, als wir Among Us aufgenommen haben. Und warum Pai so extremst ausgerastet ist, das könnt ihr jetzt im Verlauf des Videos sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Among Us. So, einmal hier, Diagnostik. Pai, du wirst mich nicht los. Das hatten wir schon mal. So. Booty am Booty. Warte. Ja. Oh ja. Jetzt noch so eine schöne romantische Musik drunter legen und es ist perfekt. Der will jetzt nicht hier mit mir fahren, bis die 70 Sekunden abgelaufen sind, oder? Aber bei der letzten Runde muss man echt sagen, der Kill auf Yannick, der war auch richtig gut. Yannick. Hoden, du kannst mich um Pal bestätigen. Ich hab mir gedacht, what the fuck, Alter, was machen die da? Ja, aber lass mal erstmal Schäfer reden, wo war denn die Leiche? Die Leiche ist, kann man wieder rumreißen, aber da, wo man die Gießkanne aufnehmen muss. Ja, ja. Ah, und ich stand unten davon den Wires und aus dem Raum kam gerade Yannick entgegen und Sven die ganz oben. Ich weiß übrigens nicht, ob Pal AFK ist, aber ich habe mich dazu gestellt, halt wegen weil ich heute an Pal klebe. Ich dachte, Alter, irgendeiner stirbt gleich. Ich muss das ab und zu kontrollieren, solange wie ihr dort standet. Also. Ich bin gar nicht AFK, da muss man doch stehen bleiben bei der Taste für 90 Sekunden. Nein, du kannst einfach weggehen. Ich weiß. Aber wer hat mich am Anfang. War irgendjemand, hat jemand. Konnte jemand den Scan kontrollieren? Hatte das schon jemand? Schäfer. Ich hatte ziemlich lange. Pal. Pal, nochmal ja, kurze Zusammenfassung. Schätze ist scheinbar irgendwie bei Gießkanne gestorben. So nein, das wäre tot. Also, und ja, und Sherpa sagt, er hat ja eine Graus auf und sieht oben nicht die Leiche. Ja, aber Sven war da noch im Leben. Ich sag's ja. Aber ich bin gescannt. Kommt auch sein, aber ich bin etwas gescannt und kommt hin, weil Yannick ist gerade Balcony mit mir. Also Moment, sehe ich das jetzt richtig? Wir haben harte Cues zwischen Yannick und Sherpa, ja? Ja, aber also. Aber Sherpa hat gescannt. Ja, eben. Deswegen erstens das und zweitens, warum sollte er reinrennen, ihn dann töten? Hinter Yannick, so, das macht alles keinen Sinn. Ach, Pal, ich wollte gleich am Ende der Session noch was fragen. Am Ende der Session. Ja, Schäfer hat das Scan gemacht, ja? Drauf, also, mehr kann ich nicht sagen. Ah, du hattest den Scan. Ah, okay, das heißt, du hast mich kontrolliert. Ah, ja, das ist ja gut. Dann hängt es nur bei mir gerade so? Oder ist das generell? Hallo? Nee, bei mir hängt das gerade irgendwie massiv. Das ist stark. Ja, bei mir hängt immer wieder der Chat gerade. Ja, also Yannick jetzt oder was? Oder wie? Nee, komplett ja, alle. Yannick Shepard hat Skin, aber Shepard nicht, Shepard hat Skin. Ja, also, deswegen, geh mal kurz raus und wieder rein. Ja, ich geh mal kurz raus und wieder rein aus dem Chat. So, ich hoffe, das behebt das. Bei einem Newton. Du. Du entkommst mir nicht, Pal. Ich bin dein heutiger Schatten. Du wirst mich nicht los. Ha ha ha.
diesem Fall ist der Buddy für heute. So, wir haben jetzt zusammen den Hauden gefunden. Wer ist da vorher los hochgelaufen, Shining? Guap. Die Schleuse. Guap, ja. Ne? Also, gerade eben habe ich die Schleuse einmal aktiviert, weil ich dachte, du bist jetzt fast fertig. Aber Guap ist vorher vom Medbay schon weggerannt. Also, ich weiß nicht, ob der da reinträumen wollte oder einfach die Task nicht hatte. Ja, Guap, was hast du im Medic gemacht? Ich? Du bist einfach weggerannt. Ja, ich weiß. Ich hatte nicht den Scan. Ja, aber das ist mir bewusst. Ja, sonst wärst du nicht weggerannt. Aber ich hätte schwimmen können, da ist einer an uns vorbei durch die Schleuse gelaufen. Also, nee, kann ich nichts sagen, bei mir hängt das gerade halt massiv. Kann man von Medbay nach da wenden, wo man die... Du kannst momentan überall hinwenden. Ja, I don't know, ich habe so ein Mettenpanel gesehen und Rose ist mir von da entgegengekommen. Ja, aber ich habe auch am Anfang, wer ist mir da entgegengekommen? Auri, glaube ich, hat gesehen, wie ich auch unten reingelaufen bin. Ich hatte da noch unten rechts dieses, Ding da. Ja. Ich war auch auf, Doorlocks und ich war ein bisschen satt auf Goody. Und Goody ist in Cafeteria rein. Und ja, er ist auch wieder raus aus Cafeteria, hat da ungefähr 20 Sekunden drin gechillt, also. Ich würde schwarz voten, falls. Nein, Shepard clear immer noch. Okay, dann bist du sicher clear von mir. Goody, warum bist du bei Oxygen nach unten gelaufen? Ich bin auch nach unten. Ja, als Oxygen. Weil unten der Oxygen ist. Ja, es geht aber zwei. Ja, weil, warum soll ich nicht nach oben? Keine Ahnung. Weil du näher dran warst bei oben. Das ist ein 50-50, wo ich hinlaufe. Okay. Ich bin auch nach unten gelaufen, aber nur weil ich Pall hinterher runter. Finde ich nicht gut, Goody, du warst oben näher dran. Das nächste Mal läufst du nach oben, verdammt Arsch. Ich weiß nicht mal, wo oben das Oxygen überhaupt ist. Genau. Ganz einfach, das ist dieser gläserne Kasten. Ah, ein Greenhouse oder was? Ja, genau. Ah, okay. So, dafür wurde ich jetzt Goody. Ich muss echt auch mal anfangen, Tasks zu machen. Nicht Goody mit Worten, bitte. Skippt. Bah! Ihr spielt? Nein! Ja, das ist nur eine Scheiße, ne? Ich hab ihn nicht gewotet! Ich hab ihn nicht gewotet! Aber es war richtig! So bitter! Pal, Alter! Mann! Du mit deinem Scheinehaufen, ey! Hundehaufen! Mann! Das habt ihr jetzt schon verpasst, aber wir hatten gerade so einen Stress, weil Dave die ganzen Probleme mit seinem Mikrofon hatte. So, Paul noch hier. So, jetzt habe ich hier zumindest mal zur Abwechslung alles gemacht. Ich habe nichts gesehen. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Alarm im Darm? Also ich weiß, wer der Mörder ist, aber ich habe nichts gesehen. Alarm im Speiseraum? Hat keiner gesehen. Ja. Ich hab nichts Alarm. Gesehen. Ich hab überhaupt nichts gesehen. Alarm im Darm. Also ich weiß, wer das, aber ich hab nichts gesehen. Alarm im Speiseraum. Shining, ich hasse dich! Egal, wer das ist, den Kill lassen. Was geht ab, Thomas? Ein wunderschön. Lass ich ihm den Kill, ja. Shalom, da bist Shining, du tot, ja. Warte mal, wenn du weißt, wer es ist. Shining! Ich weiß nicht, wer es ist. Würde ich auch sagen. Weil ich den Kill zu gut fand. Ja, kommt, votet mich raus fürs dritte Imposter. Ich war's nicht, nee. Okay. Ja, ich war heute mal den dritten Imposter. Dann vote ich Shining. Hab ich auch gemacht. Dann vote ich jetzt einfach Hoden, weil. Also, ich hab geskippt. Wegen was denn? Ich sag Self-Report. Ich hab Sven gewonnen. Da waren, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es war Auri. Keine Ahnung, wer da noch alles mit drin war. Es war ein kompletter Hundehaufen. Ich sag ohne Scheiß, Hoden hat reported.
Wegen was denn? Weil zu schnell geklickt. Vor allen Dingen, wenn ihr mich voten wollt. Zu schnell geklickt? Wir standen zu viert übrigens. Ja. Also da haben noch zwei andere hier nicht gevotet. Beziehungsweise den Vote aktiviert. Lass doch erstmal skippen und also wir haben da erstmal 5 Sekunden gewartet, bis irgendwie... Ich glaube, ich bin raus, so habe ich das Gefühl, aber ich skippe einfach mal. Ja, du bist nicht raus, keine Sorge. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der auf dich gevotet hat. Sag niemals nie. Also ich wollte gerade sagen. Mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Aue, wir müssen noch auf seine Kippe warten und dann kommen dieses Mal. Dass er halt in der Menge genau den Pall erwischt hat. Alter. Die Posteroni sind nach oben gegangen. Das ist Sven, aber auch einfach direkt vor. Der war wirklich gut. Ey, den will ich hier nochmal in Zeitlupe. Einblenden, den Kill. Der war einfach so gut, dass er genau den Ball erwischt hat. Ich krieg mich nicht mehr ein. Also klar, Paul, jetzt sauer, warum sagt er es dann nicht? Komm, Sven, hol dir den Hoden. Schwänzel? Ich kann das erklären. Wusste ich. Also. Was? Hä? Also, ich kann das erklären, ne? Alles klar, Schwänzel, wo? Nein, lass mich doch mal erklären. Und zwar, ich habe meine Sachen reingepackt in die Kiste da, in diesen Karton. Und dann bin ich rausgekommen aus der Task und auf einmal liegen da zwei Leichen im Labor. Und du kamst auf einmal an, also musstest das wahrscheinlich du gewesen sein. Was? Zwei? Ich war gerade im Reaktor. Ich habe Simon Says, die Zahlenreihe und dieses komische Schieberegler gemacht. Ich bin oben Lab reingelaufen, wollte ein bisschen trollen, stell mich in die Ecke, lauf runter, liegen da zwei Buddies und Schwänzel neben dran. Ja, ich hab diese Task gemacht und bin rausgekommen aus der Task und dann bist du da auf einmal lang und dann. Ey, ich will einfach nur eine Information mit euch teilen, auch wenn ich tot bin, ja. Die Double Chocolate Cookies vom fucking Subway sind geiler als die von meiner Mutter. Alter. Also für mich ist ja nicht. Ich wollte nur Imposter was sagen. Ihr hättet mich ausnutzen können, ich hätte echt nichts gesagt. Ja. Also Janik ist für mich safe. Also es war kein Janik ist safe. Es war kein Vent, also wenn die beiden Imposter, die sind gerade rausgelaufen aus fucking Lab. Die haben Double Bild gemacht und dann ganz chillig rausgelaufen, also. Also, wer war denn alles da oben? Ich bin verwirrt. Wer war denn da? Also ich bin gerade oben mit Schwänzel, also für mich ist es Schwänzel, für Schwänzel bin's ich. Ja, ich bin rausgetaucht. Also ich werde nicht weiter sein. Warum sollte Schwänzel neben zwei Leichen stehen bleiben? Das macht keinen Sinn. Ich habe die Task gemacht und die beiden waren noch neben mir. Ja, da muss ein zweiter gewesen sein. Oder sind noch beide? Also ich war im Labor, da waren hier Sherpa und Yannick, die waren dann noch da und dann sind die, glaube ich, rausgelaufen, dann sind hier Shining und hier
David, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, David war das. Kann's also, Yannick ist safe. Yannick war das nicht. Der kann sich gemacht haben. Die sind dann reingekommen und ich war halt dann noch mit neben David stand ich dann hier im Dings machen. An diesen, Kisten da. Ja, das ist entweder Sherpa oder Yannick oder Schwänzel und. Nee, Yannick ist auch tot, hä? Okay, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Ich halte mich da raus. Ich habe die Task einfach gemacht, bin da rausgekommen und auf einmal steht Ori da und beschuldige ich mich jetzt, dass ich die umgebracht habe. Aber wie soll ich zwei Leute killen? Ich meine, ja, also, da muss man vor der Gesicht nennen. Oder irgendeine hat noch gewendet oder irgendwas, keine Nein, Ahnung. Es war kein Wend. Ich war oben neben dem Wend, also beide Posten. Ich bin irgendwie rechts oben. Wenn sie jetzt eh Aori geworden haben. Ja, da war gelb, Ey, also. Ja, als nächstes. Schweinerei, definitiv. Das war einfach zu gut, Leute. Es tut mir leid. Ihr kennt doch meinen Gedankengang. Ihr wisst, dass ich nicht wie der normale Among Us-Spieler spiele. Ich bin wirklich einer, den man nicht einschätzen kann bei Among Us. Und ich fand den Kill auf Pearl einfach viel zu gut. Wir standen da wirklich in der Menge und der hat sich einfach da reingehauen. So, einmal die Wires noch, dann bin ich fertig. Dann können wir Hoden zugucken. Aber warum hat Hoden das nicht ausgenutzt? Ich habe doch extra sogar angedeutet, dass ich nichts sage. Wirklich, er hätte mich so easy ausnutzen können. Warum ist Sherpa raus? Die Rex hat ihn aufgeregt. Gut, Disconnect. Ich bin jetzt pissen, ich habe meine Task fertig, ihr Lutscher. Wie viele sind wir jetzt noch? Sherpa ist ja rausgegangen. Ne Gombaui. Hol dir einen. Hol dir einen Snake. Zwei Leute vertrauen dir nicht. Kann man da drin nicht gesehen werden? Lol. Dass die alle den Dev-Chat ignorieren. Ich glaube, sie haben es gesehen. Wenn Goody jetzt halt wirklich straight zum Knopf läuft, dann hat er es gesehen. Ja, er hat's gesehen. Bitte, Yannick, hast du es auch gesehen? Den Sprung meinst du in diesen, durch diese Gitter? In dieses dicke Ding da unten. Und links meinst du da? Nee, hab ich nicht gesehen, tut mir leid. Scheiße. Ich hab mal so einen Körper mit. Ich weiß nicht, ob ich richtig... Okay. Keine Ahnung, warum ich gedrückt habe. Ey, das ist einfach nur eine Trollrunde gerade. Wegen was? Ja, weil du oben in den Reactor gerade gewendet bist. Du hast nicht gesehen, wie wir hinter diesem... Der war 10, also der war nice. Ja, wir standen hinter dem Start-Reactor-Ding in dieser komischen Bubble da drin und da haben dich unten links gesehen. Ich bin doch schon davor durch die... Wann war das denn? Ja... 10 Sekunden, würde ich sagen. Ich bin gerade nach unten gelaufen. 10 Sekunden, ne? Da war ich aber schon aus Reactor draußen. Ah, komm, jetzt hol dich. Ich wollte sagen, ich glaube, er geht. Also, ich war gerade schon. Dann war ein guter Move. Der Körper war gut. Ich wusste gar nicht, dass man da drin unsichtbar ist.
Ich hab euch nicht gesehen, ey. Howie, du hättest mich auslutzen können. Ich hatte den Kill auf Pall gesehen. Nein, ich habe da so gefeiert, dass ihr genau den Pall erwischt habt. Das war das ja nice, es war ja schwer, der ihn umgebracht hat. Ich hab euch erst gesehen, als ich reingehüpft bin. So, scheiße. Da stehen ja zwei. Ich dachte mir, ey, komm, ja, dafür darfst du leben. Weil du genau den Pall erwischt hast, der am untersten war. Howie, ganz am Anfang, was war das für eine Aktion? Warum hast du den Double Kill nicht mitgemacht? Du, das waren zusammen. So viele irgendwie auf einmal da, so, ey, ich keine Ahnung, ey. Das Ding ist, Ori war AFK und wir standen da zu viel auf einem Haufen. Shining, du, Schwänzel und ich. Schwänzel killt mich und du drückst auf Report, anstatt den Shining noch eben zu killen. Ich glaub, was Ja, Leute, das war's auch schon wieder mit Among Us. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und vergisst nicht, die anderen Kanäle zu besuchen, falls euch die interessieren. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal. Tschüss!